Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Wir haben jetzt mal die Nebenquest noch gemacht. Nein, ich habe jetzt irgendwie wieder länger nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Aber war halt so. Wir haben hier noch drei aus einem verlorenes Buch und ganz viele historische Stätten. So, Richter und Henker machen wir als erstes. Reisen dafür hier hin. Wollen am Weg alles, was geht, einsammeln. Ich bin noch am Hin und Her überlegen, was ich jetzt als zweites Projekt in Anführungszeichen mache. Ob ich Lies of P im New Game Plus spiele. Oder ob ich das privat mache, weil das zum Zuschauen vielleicht sau langweilig ist. Weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden es sehen. Lass das bitte. Der Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Mein Vater sagte einst, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Okay. Hast du sein Urteil gehört? Lächerlich. Er hat die Schiff völlig falsch ausgelegt. Sehr schön, da haben wir nämlich das hier. Richter und das Rechtssystem. Sei gegrüßt, Sayyidi. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Ja, wir haben ja genug. Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Du verhandelst wirklich hart. Zu hart. Warte! Ein Rivale hat Schriftstücke entdeckt, durch die ich selbst hier vor Gericht kommen könnte. Bring sie mir und ich beantworte deine Fragen. Ich sehe, was ich tun kann. Ja, ich wollte gerade zwei gibt's für nicht. Wieso habe ich das jetzt? Achso, wir haben das eingesammelt, okay. Der Mann verbreitet Gerüchte so schamlos wie ein Zughändler. Okay, wenn ich da reinkomme, muss ich von außen die Tür irgendwie aufkriegen. Die Frage, wo hier denn... Fenster ist, wo ich durchwerfen kann. Ruf die Stadtwache! Baskul! Oder Mebi Masra! Hey, das ist er! Wache! Hier ist der Gesuchte! Ergreift ihn! Abu Abdullah sollte wegen Verrats angeklagt werden. Wie wäre in meinem Gerichtssaal? Ich würde... Schweige besser. Dann probieren wir es von oben noch. Ein Moment! Hallo, wieso? Huh?
wagst du die Welt nicht mehr. So. Ein kleines Übel für das Allgemeinwohl. Doch es bleibt ein schlechter Beigeschmack. Allah verflucht dich. Keine Achtung für das Gesetz. Hilft ja nix. So. Eigentlich tut mir doch keiner mehr kommen. Ich habe, was du wolltest. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet, hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Am Shorta-Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, guten Tag. Das mag sein, aber ohne die Ausrüstungstruhe gehe ich hier nicht weg. Hallo? Tschüss. Da müsste irgendwie die Ausrüstungstruhe stehen. Nein? Ah, über uns noch. Okay, da ist von außen ein zerstörbares Fenster. Machen. Oh, Mist, das Fenster. Aber das Gebäude natürlich viel Geld versteckt. Da haben wir sie endlich, die Montur der Verborgenen. Die warten wir schon länger. Fokussegmente füllen sich um zusätzlich 5, wenn du aus dem Hinterhalt tötest. War Fokus? Ach, das unten. Ah, ist schon ultra gut. So. Das heißt, hier haben wir alles. Sehenswürdigkeiten, ja, wie gesagt, ab hier laufen wir dann immer zu den anderen Missionen. Oh. Naja, egal. So, dann warten wir hier bis zur Mittagsstunde. Mein Gott, ich vergesse dann meine Kamera anzumachen. Ich habe wohl zu lange nicht mehr aufgenommen. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. So, wir müssen wieder mal einem folgen. Ich finde es aber ganz lustig, dafür, dass wir anfangs gar keine
Folgenmission hatten. Da hier sind wenigstens viele Leute. Wo ist denn mein Münzbeutel? Wache! Du legst mich nicht rein! Das ist der Verbrecher! Wachen! Komm! Stehen, oder? Denke ich mir. Kamera vergessen. Der denn hin? Bleib wachsam. Geht fort mit Irgendwas dir. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Shahin. Flug, Basim. Du bist zu nah ran. Ich werde es morgen wieder versuchen müssen. Nein. Dann werden wir jetzt aber schnell so einen Plakat abreißen. Dass heutzutage alles als Kunst durchgeht. Oh, wie ärgerlich. Na, jetzt können wir hier wenigstens die Sehenswürdigkeit noch einsammeln. Aber ich werde das cutten, bis wir wieder an der Stelle sind, wo wir waren. Tagas, jetzt habe ich den einen da bestohlen. Und jetzt hat dann vor Ort plötzlich unser Bote umgedreht und redet jetzt mit dir. Hab ich dich. Zu Gas. Schauen wir mal, ob er sich auch wieder weiter bewegt. Bin wert. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Und diesmal probiere ich es, glaube ich, indem ich hier hochgehe. Hier will er Dennis nicht hochschauen. Bin ich irgendwo mit meinem Pause-Aufnahme-Pause-Knopf durcheinander gekommen, glaube ich. Hey, hier ist er wieder. Nö, du darfst mich nicht wiedersehen. Jetzt sind wir schon so weit.
Da hier sind wir wieder in der... Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Wahrscheinlich keiner. Wenn ihr so fleißig... Hey. Sehr gut. Und dann muss ich später auf jeden Fall nochmal anschauen. Wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Klingen zu vermieden. Ich wünsche deine Dienste, Sadiq. Gleich verstummst du. Ist der Statthalter zurück? Ich bin nicht sicher. Ich sah ihn nicht nach oben gehen. Das wäre ein gutes. So, wir sollen die Arbeitsstube finden. So, ich gehe davon aus, dass die Ausrüstungstruhe irgendwo oben steht. Den Schlüssel. Warte! Ja, gut. Wir schaffen es gerade noch, die Aufruhr zu verhindern. Der Statthalter hat einen Plan. Er wird uns durch diesen Da. Jetzt haben wir die Fähigkeit, 4 gleichzeitig auszuschalten. Ganz da oben. So, hier machen wir erstmal alle Türen auf. Damit wir uns nie wieder damit rumärgern müssen. Hier ist eben seine Arbeitsstube. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte.
Brief der Taherian. Werter Vetter. Die Taherian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge und die Verborgenen. Da, muss ich nochmal machen. Wenn der gerade nicht redet. Na, hier ist auch noch was. Oh. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von, auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif At-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treueschwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter! Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen. Die Nachwelt kann mich dafür hängen. Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit. Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Verdammt, schlecht. Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorte fliehe. Hey, Statthalter! Was schon wieder mit eurem Alarm? Mir doch nur diese dumme Ausrüstungstruhe. Thank you.
Hier durch und fast alle erledigen. Mal so ein Tisch. Du wurdest wirklich gut getroffen. So, wunderbar. Jetzt wollen wir aber flüchten. Mitglied oder nicht. Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Achso. Eingeschlossen, die Schucht da. So, hier haben wir auch die Sehenswürdigkeiten. Hier drüben aber noch nicht. Aber da sind dann eh wieder Missionen. Die machen wir aber im nächsten Part. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Als nächstes gehen wir den hier an. Also, macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.